heute beim Japaner. Das war ich, der Herrführer. Und wir lassen uns überraschen. Also wir waren schon mal hier, aber das war kein Japaner in dem Sinne. Da haben wir aber auch Sushi gegessen und das war sehr lecker. Ich bin sehr gespannt, ich mag gerne Sushi und ich denke, es wird ein toller Abend. Mhm. Ja, ist gut. Da kommen eure Sachen. Die richtige Vorspeise. Mach mal eine in die Mitte durch. Badener Maultaschen. Also, Timo, ich sehe, du hast als einziger in einem japanischen Restaurant. Du musst japanisches Essen. Genau. Etwas Italienisches. Calpaccio. Und wie schmeckt es dir? Irgendwie. Nicht so. Echt nicht? Ja. Und wie schmeckt sind wir hier nicht im italienischen Restaurant? Ein bisschen trocken. Das schon. Carpaccio und die Soße ist lecker. Spanisch. Ich will das jetzt auch. Das ist keine Vorspeise. Das ist keine Vorspeise. Oh, Gemüse. Chili Mayo. Ui, Gemüse. Dann hat sie hier vorne Lachs oben drauf. Das ist ein Panko Crunch. Dann Sashimi. Mhm. Einmal vom Thunfisch und vom Lachs. Der Lachs ist von einer Seite ganz gut angebraten. Oben drauf mit einem Chili-Gewürz. Und das hier ist ein Ponzu-Dressing. Ich kann Ihnen sehr empfehlen, das zusammen mit der Teriyaki. Okay, ich gebe schon was. Genau, dann haben Sie einmal die Lachs mit Lachs. Ja. Dann die hier sind fast gleich. Das ist die Mango. Die sind mit einem Paradiso gefüllt. Oben drauf Lachs. Die Mango ist auch der Crunch. Ja. Die haben einmal genau, das ist quasi eingelegter Ingwer. Der ist eigentlich dafür da, dass sie den Geschmack neutralisieren. Ja, so ist gut. Super. Ist es so recht, Herr? Ja. Ach, der ist so richtig schön warm, so wie ich. Das? Maske muss man tragen. Jemand muss Maske tragen. Hier steht die Sushi-Fan-Fraktion. Nicht? Mit Maske. Fraktion. Auf der anderen Seite ist die Enten-Fan-Fraktion. Mit wie heißt das? Mit Carpaccio. Carpaccio. Ah, typisch richtig. Japanisches Hauptgericht. Stopp. Da gehen sie also in ein japanisches Restaurant und der alte Mann isst Carpaccio. Und Thai-Ente, beziehungsweise Thai-Curry mit Ente gebraten. Warum? Also es ist nicht so, dass ich noch nie Sushi gegessen habe. Da verweise ich auf unser Video, dass wir vom... Wie heißt der Name? Sherpa. Sherpa gemacht haben. So, aber danach hatte ich mir mal woanders Sushi bestellt und nein, danach ging es mir gar nicht gut, ganz schlechte Erfahrung gemacht und seitdem ist das Thema Sushi bei mir durch. Ja. Wir waren aber in der Tat sehr japanisch unterwegs. Aber heute. Sowas von. Und es hat uns sehr gemundet. Gemundet? Sah lecker aus. Gesättigt waren wir auch. Das Essen war großartig am Nachhinein. Ja, danke. Das war's dann mal wieder für heute. Ah, wer war dabei, wie immer? Karim, der fast 33%ige Berber. Cengiz, der wohl 100% Türke. Dann war Andreas dabei, der Koch. Ich. Der alte Mann. Okay, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.